Liebe Zuschauer, welche Spiele sind im Jahr 2022 bei mir bzw. bei uns häufig und gerne auf dem Tisch gelandet und wurden eifrig gespielt? Und damit herzlich willkommen zu einer durchaus spannenden Frage. Und ich bin natürlich auch gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Was wurde bei euch im Jahr 2022 oft und häufig gespielt? Vielleicht auch 2023. Es gibt ja immer wieder so viele Neuheiten. 1500, 1600 Neuheiten mittlerweile. Wir spielen ja sehr viel, aber es sind auch sehr viele Spiele dabei. Auch ältere Spiele, die landen nach wie vor gerne und sehr oft auf unserem Tisch. Was heißt mit sehr oft? Also 20, 30, 40 Mal sollten es auf jeden Fall sein. Ich führe darüber jetzt aber auch kein Buch. Besser lieber nicht, dass ich da eine Statistik drüber führe. Sonst würde ich wahrscheinlich selbst einen Schrecken bekommen am Ende des Jahres, was ich bzw. was wir alles gespielt haben. Ich habe ein paar Spiele vorbereitet, ein paar Spiele möchte ich euch zeigen, möchte zu den einzelnen Spielen auch was sagen, vielleicht auch wie oft wir es in etwa gespielt haben, was die Erfahrung ist, ja durchaus was die längere Betrachtung angeht, manches ja schon ein Jahr zurückliegend und damit würde ich sagen, steigen wir auch gleich ein in das erste Spiel und der eine oder andere wird sagen, Mensch, Marrakesch, das kam doch erst im Oktober 2022 heraus, Queen Games, der Verlag. Ja, und das Spiel hat es mir wirklich angetan. Bei der Veröffentlichung war die erste Möglichkeit, es zu spielen. Ich glaube, an dem Tag habe ich es allein 5-6 Mal gespielt. Es ist wirklich genutzt, aufgesaugt mit etlichen Partien, anderen ja, Spielerkonstellationen, unterschiedlicher Spieleranzahl. Aber auch ja, die Tage, die Wochen, durchaus die Monate, landet es immer regelmäßig auf dem Tisch. Und ich weiß ganz genau, dass ich den ein oder anderen ja auch überzeugt habe von diesem Spiel und es gab durchaus einige, die sich es im Anschluss dann auch bestellt haben bzw. auf Kickstarter unterstützt haben. Ist natürlich immer die Frage, Marrakesch, Stefan Feld, City Collection, wo bekommt man das oftmals? Natürlich auf Messen bzw. direkt auf Kickstarter, bekommt man also nicht überall. Aber dieses Kenner-Expertenspiel, dieses neue eigenständige Spiel aus dem Hause Queen Games, das hat es mir wirklich angetan. Ein tolles Spielerlebnis für 2 bis 4 Personen, 90 Minuten Spielzeit. Ich habe es euch erklärt und vielleicht gibt sich der ein oder andere ja einen Ruck und sagt, jetzt probieren wir mal die nächste Hürde. Wir spielen jetzt schon so viel, jetzt schauen wir uns mal so ein Kenner-Expertenspiel an. Schaut mal in das Video rein, da habe ich es euch ausführlich erklärt. Der Einstieg ist gar nicht mal so schwer. Ihr habt eine schöne Übersicht und findet relativ zügig in dieses Spiel hinein. Und City Collection deswegen, da hätte ich jetzt noch die anderen runterholen können. Da oben stehen sie mit Hamburg, Amsterdam und New York. Alhambra steht übrigens direkt darüber. Das sind auch natürlich sehr beliebte Spiele im Jahr 2022, aber wenn es um den Rahmen geht, was wir wirklich sehr oft gespielt haben, dann muss ich wirklich Marrakesch nennen, weil das Spiel lohnt sich. Und das zählt sicherlich auch zu den Highlights, was Kenner-Expertenspiele angeht im Jahr 2022. Auch wenn man sagt, Mensch, der Stefan Feld, der hat ja schon so viele Spiele herausgebracht. Irgendwie ist es doch immer ähnlich, was die Punkte und was den kleinen Ärgerfaktor im Spiel angeht. Aber hier hat er sich wirklich nochmal verwirklicht, ein richtig tolles Spiel. Ich bin gespannt, wie die Reihe weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ganz klar, stattlicher Preis, aber die Box ist wirklich voll gefüllt bis oben hin mit etlichen Ressourcen, nicht Ressourcen, mit Cashies. Also da habt ihr auf jeden Fall euren Spaß. Und was ihr oft seht, ich halte es hier ganz kurz in die Kamera, weil ihr seht es auch da hinten, die Lücke. Ja, man glaubt es kaum. Wir spielen nach wie vor gerne Micro-Macro-Game bzw. Crime City und zwar die Version All-In. Durchaus häufiger auch mal das eine oder andere Szenario doppelt, weil gerade Freunde von den Kindern kommen zu Besuch. Man sucht was Einfaches oder sie suchen einen Tipp und wollen gerne reinschnuppern in das eine oder andere Spiel. Und was uns, beziehungsweise was wir dann oft rausholen, weil das Spiel ja quasi schon selbsterklärend ist, das ist dieses Spiel aus dem Hause Edition Spielwiese beziehungsweise Pegasus Spiele. 100.000 Mal verkauft, wenn nicht sogar häufiger, weitere Editionen folgen. Der eine oder andere sagt, das ist doch kein Spiel. Da nimmt man einen Plan und dann rät man auf so einem Wimmelplan. Ja, der eine sagt so, der andere sagt, es kommt auf jeden Fall beim Publikum, bei Zuschauern, bei euch, glaube ich, auch sehr gut an, wenn da die Luft raus ist. Klar, es gibt natürlich mittlerweile eine große Auswahl, aber dieses Spiel, wo es darum geht, Kriminalfälle gemeinsam zu lösen auf einem Wimmelplan, das macht einfach Laune. Früher war ab 8 Jahre drauf gestanden, mittlerweile 10 Jahre. Je nach Fall 15 bis 45 Minuten, die Anfangsfälle, die spielt ihr in 15, 20 Minuten und 1 bis 4 Personen
Version durchaus solo spielbar. Wir spielen es gerne zu zweit und zu dritt, aber diese Reihe lohnt sich auf jeden Fall. Ja, buntes Programm, wie gesagt, an Spielen. Also da kommt die eine oder andere Überraschung durchaus auch zum Tragen. Und auch ein Spiel, wo ich sehr skeptisch war. Im Vorfeld wirklich sehr skeptisch war. Carcassonne. Oh, Carcassonne, das ist doch das... Da unten steht übrigens der Klassiker, wo man gegeneinander spielt. Aber hier agiert man gemeinsam. Ein Nebel über Carcassonne. Klaus-Jürgen Frede, Hans im Glück, Vertrieb über Asmodee. 8 Jahre, 1 bis 5 Personen. 35 Minuten Spielzeit. 6 Level. Was? 6 Level? Kooperativ. Da ist mir ja da gleich durch. Nein. Ich habe ein Video dazu gemacht. Allein, glaube ich, beim 2. Level, ich habe es, glaube ich, im Video gesagt, haben wir 20 Anläufe, also 20 Partien benötigt. Das sagt wieder aus über die Anzahl der Spiele, die wir jetzt hier absolviert haben, weil ich glaube, das sind auch locker 50, 60 Partien, die wir jetzt da gespielt haben. Und das ist schon irgendwie faszinierend, aber auch knifflig, insbesondere das 5. bzw. 6. Level ist schon fast unmöglich zu schaffen. Da benötigt man auf jeden Fall ein bisschen Glück. Und es hat mich überrascht, dass man auch Carcassonne auf wirklich gute Art und Weise eigenständig spielen kann. Wobei die Geister in dieser Box, also die Zusatzelemente, die sind gleichzeitig auch eine Erweiterung. Also wenn ihr sagt, hey, kooperativ ist jetzt nicht unser Ding, das spielen wir jetzt nicht gerne, aber Carcassonne durchaus spannend als Familienspiel, da ist quasi auch gleichzeitig die Erweiterung dabei. Gibt dem Spiel vielleicht eine Chance, kriegt er auch relativ zu einem guten Preis, schönes gemeinschaftliches Gefühl. Auch ein Spiel, und ich lese beispielsweise auch gerne jetzt das auf Board Game Geek, was die Spielwelt ein bisschen spaltet, weil der eine oder andere sagen, ja, Dorfromantik, das Plättchenlegespiel, das kooperative Familienspiel, ab 8 Jahre aus dem Hause Pegasus Spiele von Lukas Zach und Michael Palm, das ist mir ein bisschen zu langweilig, da passiert ein bisschen zu wenig. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, bei Nebel über Carcassonne agiert ihr auch gemeinschaftlich, ihr schaut, wo ihr die Plättchen effektiv hinplatziert. Ähnlich ist es ja auch bei Dorfromantik. Vielleicht ist dieses Spiel dadurch, hat es auch einen Schub bekommen, ist sehr beliebt und ist quasi so eine Art Legacy-Erlebnis, wo ihr weitere Boxen öffnen könnt, aber auch spielend einfach das Spiel wieder zurücksetzen könnt. Und das habe ich auch in einem Video dargestellt. Und deswegen sind, ja, ich will mal sagen, Tage, sogar teilweise Wochen draufgegangen, wo wir regelmäßig täglich quasi 3, 4, 5 Partien dann gespielt haben. Das sagt auch wieder was aus über die Anzahl der Spielpartien, wo wir gespielt haben. Und das haben wir wieder zurückgesetzt, wieder von vorne begonnen. Und das, wie gesagt, zur damaligen Zeit, Oktober, November, das haben wir gesuchtet ohne Ende. Aber ich möchte euch natürlich auch immer wieder neue Spiele vorstellen. Wobei der Elias, der mag das Spiel total. Das setzt es gerne zurück, spielt es auch gerne alleine. Also lässt sich auch super solo dann spielen. 1 bis 6 Personen ist abgebildet. 6 Personen bin ich schon ein bisschen verrückt. Also da hätte ich eher die unteren Bereich dann gesehen. 1, 2, 3, 4 Personen. Da funktioniert es wirklich gut. Aber man muss diese Art und Weise dieses Spiels mögen, und da schaut mal in das Video rein. Es kommt auf jeden Fall bei uns bzw. Freunden von der Kinder nach wie vor sehr gut an und mittlerweile auch als digitale Version, weil die digitale Version ist quasi vorausgegangen, bevor es dieses Brettspiel gab. Ja, wir kannten die digitale Version gar nicht. Wir haben erst den Weg vom Brettspiel und dann zur digitalen Version gefunden. So knüpft man ja durchaus auch eine große Interessengemeinschaft jetzt an dieses Spiel an. Wer das digitale Spiel schon kennt und sieht das, da ist man schon neugierig. Wobei die digitale Welt ist natürlich größer. Hier hat man das natürlich ein bisschen reingepackt. Kann aber durchaus verstehen, dass der eine oder andere auch sagt, was ich in den Foren gelesen habe. Ja, das packt mich jetzt doch nicht so direkt an, wie es ist mit den Punktelieferanten, auf was man da alles zu achten muss. Aber ich habe etliche Runden gespielt. Es ist auf irgendeine Art und Weise schon faszinierend. Aber es ist wie jedem Spiel. Ja, Geschmäcker sind auf jeden Fall verschieden. Ja, dann habe ich noch ein weiteres Spiel für euch. Und da habe ich auch, glaube ich, genug Werbung gemacht für dieses Spiel. Und zwar die Rede ist von Finding Atlantis. Halber Games, der Verlag. Autor ist der Andreas Wilde. Und Halber Games sollte man jetzt doch ein bisschen stärker im Blick haben. App-basierte Spiele. Oh, mit einer App zu spielen. Kritische Fragen habe ich zu dem Spiel bekommen. Ist das jetzt eine Empfehlung für einen Geburtstag, für Weihnachten etc.? Und habe das auch alles fleißig beantwortet. Viele haben auch das Video geschaut, weil sie genau wussten wollen, ist man eher App-basiert? Spielt man denn überhaupt? Dominiert die App? Hat man so ein Spielgefühl? Wie ist denn der Wiederspielreiz?
unzählige Partien. Also das sind auch 40, 50 Partien. Das wird auch nicht reichen, was wir jetzt mittlerweile da gespielt haben, mit etlichen Varianten. Und bei vielen, ja, die sich ein Spiel holen, da wird es vielleicht 4, 5 Mal, wenn überhaupt, dann gespielt. Und dann kümmert man sich schon um ein neues Spiel. Aber das Spiel, muss ich wirklich sagen, ist sehr variabel. Da empfindet man Atlantis mit Sichtschirmen, agiert quasi auf seinem Plan, muss aufgrund den Koordinaten Untersuchungen durchführen, wo könnte quasi Atlantis dann sein, und hat natürlich einen schönen Kartenmechanismus durch das Ausspielen bzw. durch das Scannen der Karten. Aber ich habe immer noch mein Spieltableau vor mir. Die App ist ein schönes Zusatzelement und das harmoniert wirklich sehr gut in diesem Spiel. Das zu Finding Atlantis steht auch immer hier unten. Man sieht es nicht immer von der Kamera, hier unten. Übrigens, sei es, haben wir dieses Jahr auch ein paar Mal gespielt. Ich schätze mal 7, 8 Mal auf jeden Fall. Aber es reicht jetzt nicht, in so eine Liste zu kommen. Aber das ist immer noch aus meiner Sicht ein tolles Spiel. Aber das zu den Spielen, die im Hintergrund ersichtlich sind, sieht man ja durchaus das ein oder andere Spiel. Terra Mystica natürlich auch. Aber kommen wir wieder zurück zu den Spielen, die ich dann hier auf dem Tisch habe. Ein Spiel, was ich sehr oft empfehle, ist King Domino. King Domino, das klassische damals Familienspiel, beziehungsweise nicht Familienspiel, Spiel des Jahres, soll ja alle Bereiche dann ansprechen. Aber King Domino Origins als Basisspiel, als neues Spiel bei Pegasus Spiele, wo auch so im Herbst 2022 erschienen ist, ab 8 Jahre, 20 bis 40 Minuten, 2 bis 4 Personen, Familienspiel, hat uns auch als Familie wirklich überzeugt und macht uns richtig Spaß. Nach wie vor hier quasi bleibt man dem Motto treu, man baut seine Landschaft auf einem gewissen Raster, man versucht oder beziehungsweise man vergleicht die angrenzenden Landschaften, die gleichen Landschaften, die Punktelieferanten sind, abhängig davon, was für Plättchen drauf sind. Es gibt unterschiedliche Landschaften und auch dieses Ziehen von weiteren Karten, welche nimmt man für die nächste Runde, wie plant man für die nächste Runde. Und das Ganze wirklich in 20, 30 Minuten gespielt mit vielen Variablen hier in diesem Bereich, mit Vulkanausbrüchen und anderen Dingen, Stammesmitgliedern, das zündet nach wie vor. Ein tolles Familienspiel, also das ist auch sicherlich eines der Highlights, wenn es um Familienspiele geht, aber auch in reinen Erwachsenenrunden aus dem Jahr 2022. Ja, eins darf nicht fehlen und ich weiß nicht, wie viele Partien sind, 50, 60, 70, ich weiß nicht. Ich führe, wie gesagt, jetzt nicht Buch darüber, aber das Spiel, das ist eines der Favorites durchaus, auch jetzt, wenn ich von der Alina ausgehe, eines ihrer Lieblingsspiele, wenn ich den Jahrgang 2022 betrachte, ist Cascadia oder Cascadia im Herzen der Natur aus dem Hause Kosmos. Habe ich sehr ausführlich darüber berichtet. Es gab viele positive Kommentare, es gab aber auch teilweise negative, weil manche gesagt haben, das packt uns irgendwie gar nicht. Sind wir wieder beim Thema, schaut euch das genau an, ob das euch interessiert. Viele finden es vielleicht ein bisschen zu abstrakt, viele finden es aber schön mit der Natur, dass man das über den abstrakten Spiel dann drüber stülpt, weil letztendlich geht es ja darum, Landschaften ja so anzulegen, dass ein hoher Punktelieferant sind, das heißt gleiche Landschaften anlegen, aber gleichzeitig muss man auch bei den Tieren schauen, dass man sie geschickt platziert, weil auch die geben jedes einzelne Tier Punkte, sodass man eine Gratwanderung hat zwischen Landschaftsbau, aber auch Tierauslage bzw. Tierplatzierung auf den Landschaften. Und das ist ein richtig gutes Spiel, 1 bis 4 Personen, 30 bis 60 Minuten, 10 Jahre, ja, Spiel des Jahres, aus meiner Sicht zu Recht und für viele ja keine Überraschung, dass dieses Spiel gewonnen hat. Das zu diesem Spiel, bevor ich jetzt noch tiefer einsteige, aber es gibt immer wieder viele Dinge zu erzählen und ich hoffe, die Art und Weise gefällt euch. Ich bin natürlich gespannt, was ihr schreibt, was ihr zu den einzelnen Spielen sagt, was eure Favoriten waren, eure meistgespielten Spiele 2022, die sich letztendlich dann auch gelohnt haben. Und ja, eines der Spiele kam mal exemplarisch, was wir sehr oft spielen, ist Unlock. Teilweise sogar das eine oder andere Szenario doppelt und dreifach mit anderen Gruppen, weil ich einfach sehen will, wie kommt es denn bei anderen an, bei Freunden an. Und das ist wirklich ein tolles Spiel. Da dominiert durchaus stärker ein bisschen die App, aber dieses Spiel ist faszinierend, um Abenteuer bzw. Diverse Rätselfälle zu lösen. Ein einmaliges Spiel, aber hier zerschnippelt ihr nichts wie vergleichbar in irgendwelchen Exit-Spielen. Da hätte ich jetzt auch nochmal einige aufhäufen können, was wir alles gespielt haben, aber das sind einmalige Spiele, aber bei Unlock gibt es da mittlerweile so viele Fälle und da haben wir auch unzählige Partien gespielt und wie gesagt, das eine oder andere in anderen Gruppen, wo ich dann auch ein bisschen zugeschaut habe, ein bisschen mitgeholfen
gelesen habe, dann doppelt und dreifach. Asmodee, Angabe ist 10 Jahre. Schaut mal rein, ich habe euch etliche schon vorgestellt. Mit Robin Hood-Thema, sogar mit Sherlock. Da gibt es wirklich tolle. Es gibt es entweder als Einzelboxen oder als Box, wo 3 Fälle dann drin sind. Ja, ein Spiel auch, und das ist einfach, und ich habe es oftmals wirklich sehr oft aufgeführt in den Videos. Will gar nicht dazu zu sagen. Aus meiner Sicht ein richtig klasse Roll-and-Ride-Spiel. Hier ist Quicks aus dem Hause NSV mit so einer Limited Edition. Es sind nicht alle Bereiche in der Box. Es dauert für 2 bis 4 Personen. Aber es sind zum Beispiel einige Bonusblöcke dabei, die durchaus beliebt sind. Und der Vorteil hier bei dieser Box, ihr habt ein großes Tableau, ein abwischbares Tableau. Ihr habt nicht diese Blöcke, wo ihr abreißen müsst. Und das Kombinieren quasi mit weißen Würfeln und weißen und farbigen Würfeln als aktiver und als nicht aktiver Spieler bzw. Spielerin, das macht richtig Laune. Ist ein tolles Spiel, ab 8 Jahre spielen auch die Kinder nach wie vor sehr gerne. Übrigens das Klassische, ich wollte es euch zeigen, das ist dir dann Rucksack bei den Kindern. Die haben jetzt nicht immer das Große dabei, die nehmen auch gerne das Kleine dabei, sonst hätte ich jetzt euch das Kleine gezeigt. Aber das drückt ja auch aus, dass dieses Spiel, was ist denn das? Das hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, 10 Jahre quasi, 2000, ich weiß nicht, also 10 Jahre auf jeden Fall, das sagt ja einiges über das Spiel aus. Ja, jetzt haben wir wieder was ganz Besonderes und ja, das Spiel, ich glaube, das ist jedes Jahr als meistgespieltes Spiel dabei, glaubt man kaum, Zombie Side, die 2. Edition. Wird ja oft nachgefragt, es ist ja quasi ein Zombie-Spiel, ein kooperatives Spiel, mit leichtem Zugang, welches lohnt sich denn? Wird eher das Klassische, nehmen wir jetzt das Zombie Side, nehmen wir das jetzt im All, nehmen wir das mit Pfeil und Bogen quasi, oder nehmen wir das mit dem Wilden Westen, da gibt es ja immer was Neues. Ich persönlich bleibe mittlerweile dem klassischen Spiel treu, und zwar der 2. Edition, weil es einfach zu viel zu entdecken geht. Und aufgrund der Kampagnen, die dieses Spiel hat, muss ich euch auch nochmal was vorstellen, also da kommt auch nochmal ein Video, da gibt es noch so viel zu entdecken bei Zombieside oder Zombieside, und das Spiel Vertrieb über Asmodee macht einfach Laune. 1 bis 6 Personen funktioniert alleine auch sehr gut, da muss man ein bisschen erfahren sein, zu zweit auch, spielt man mehrere Helden, aber das funktioniert richtig gut, da auch zu 4, zu 5 und zu 6. Das Spiel macht richtig Laune, ganz klar, ein spezielles Thema, das mag nicht jeder, Zombies mit Gegnern, gewisse Szenarien zu lösen, ist schon speziell, aber ich bzw. wir finden es richtig cool, insbesondere natürlich, dass man die Figuren vor der Partie bzw. vor der ersten Partie bemalt, da nutzen wir auch gerne die Zeit. Ja, jetzt kommt ein Spiel, ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung. Ich glaube es nicht. Also, vielleicht hat der eine oder andere sich damals auch den Ruck gegeben, wo er gesagt hat, Mensch, Arche Nova, Jörg, du hast vorgestellt in 30 Minuten, Matthias Wicke, der Autor, Feuerland, der Verlag, eines der beliebtesten Spiele im Jahr 2022. Bei mir, beim Elias, bei Freunden, Bekannten, das suchten wir nach wie vor sehr gerne. Mit Erweiterungstableau in Essen damals, 2022, habe ich mir das Tableau geholt, die Erweiterung geholt, und da gibt es immer noch so viel zu entdecken. Also wenn ihr oft Familienspiele oder oft Spiele spielt, so muss ich ausdrücken, Familienspiele, oft Spiele spielt und wollt auch einen nächsten Step gehen, sagt, das sieht ja auch ganz toll aus mit dem Zoo-Thema etc., schaut mal in das Video dann rein, da habe ich es euch erklärt, und nehmt euch vielleicht diese Hürde, um in dieses Spiel dann reinzufinden. Mittlerweile auch recht günstig teilweise das Spiel, und ich weiß nicht wie oft, 50, 60 Mal, das reicht gar nicht, wie oft wir das Spiel mittlerweile gespielt haben. Ja, wir spielen sehr viel. Wenn ich lese, dann lese ich meistens Anleitungen, aber das Spiel hat es uns echt angetan. Das ist schon ein Favorite. Ich weiß gar nicht, habe ich schon als Top-Spiel schlechthin? Wahrscheinlich auch. Ich muss mal schauen. Aber klasse Spiel. Auch ein Spiel, begleitet uns jetzt auch schon seit vielen Jahren. Und Everdell, ich glaube, der ein oder andere hat sich es vielleicht auch geholt. Ja, der Preis, der Schwankpegel, so Spiele, hier jetzt noch Starling Games, aber auch als deutsche Version, gibt es mittlerweile etliche Erweiterungen. Und die stehen hier auf der Seite. Ich glaube, man sieht es ein bisschen. Gibt es auch wieder weitere Erweiterungen. Das Spiel, das wird einfach nicht langweilig. Ich nutze aber auch gerne das Standardspiel. Vielleicht mit einer Erweiterung, ohne jetzt alle 4 Erweiterungen gleich in einen Bereich reinzubringen. Nee, das ist man doch ein bisschen too much, auch was die Kartenauslage angeht. Das Zufallselement ist man dann doch zu stark. Aber hier seine Karten zu platzieren, verschiedene Kombinationen von Karten. Ich würde sagen, es erinnert ein bisschen an Arche Nova, geht auch schon in eine ähnliche Richtung, aber hier natürlich mit Kombinationen von gewissen Häusern, von gewissen Tieren, das zu kombinieren und effektiv zu spielen und effektiv seine Aktion auszuführen.
Oh, das ist einfach ein grandioses, ein tolles Spiel mit diesem 3D-Baum, den man jetzt unbedingt braucht. Aber es sieht einfach toll aus. Und das sind diese Elemente, wo man sich dann wohlfühlt beim Spiel. Und das macht einfach Laune. Everdell Pegasus Spiele. Vielleicht noch ein paar Altersangaben. Ja, 10. Ab 10 Jahre, 1 bis 4 Personen, 40 bis 80 Minuten. Ich weiß nicht, wie viele Partien wir gespielt haben. Also, das geht auch schon. Ich will jetzt sagen, die 100er, nee, das insgesamt auf jeden Fall, aber auch schon sehr oft gespielt. Auch recht neu, seit Anfang Oktober, auch gerne auf dem Tisch, ist Ultri aus dem Hause Board Game Box. 60 Minuten, 2 bis 4 Personen, 10 Jahre. Und jetzt auch mal wieder die Autoren nennen: Antoine Bauzard und John Grümpf. Ja, und dieses Spiel, ich habe es im Video gesagt, insbesondere die Spiele von Antoine Bauzard, der hat zwei ähnliche Spiele gemacht wie Oltre, aber jetzt mit Ghost Stories einen ganz anderen Gewand. Aber was ein bisschen gefehlt hat, war das Thema, das Abenteuerleben durch Szenarien. Der eine oder andere sagt, ja, es ist jetzt kein richtiges Abenteuer, aber aufgrund den Szenarien harmoniert es dann doch gut zusammen. Uns macht es einfach viel Spaß. Das Spiel ist sehr variabel, hat sehr viele Möglichkeiten und ich freue mich riesig auf die Erweiterung. Ja, aber die braucht ihr jetzt nicht gleich. Erstmal spielt das Ganze 30, 40 Mal, dann habt ihr alles gesehen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber 20 Mal auf jeden Fall, weil es immer wieder auch neue Möglichkeiten gibt, die einzelnen Geschichten miteinander zu verzahnen, aus einer anderen Perspektive zu erleben, mit anderen Charakteren zu spielen. Was will man mehr? Tolles Spiel. Auch das habe ich euch vorgestellt. Relativ zeitnah damals, was die Herbstmesse angeht. Sehr beliebtes Spiel. Wirklich toll. Also, ich finde es richtig klasse. Jetzt kommen zwei Spiele. Ja, bei dem einen Spiel, ich zeige es gleich in die Kamera. Ja, da habe ich schon zu viel Werbung gemacht. Ich brauche nichts sagen. Aber Quizspiele. Ja, Quizspiele sind tatsächlich bei uns auch beliebt. Smart Hand Family, weil das einfach sehr zügig geht. Man nimmt hier dieses Element raus. Man hat hier gleich die Frage. Man gibt es, man drückt es einem Mitspieler in die Hand. Und er kann sofort beginnen zu überlegen, was die korrekte Frage bzw. was die korrekte Antwort ist, um hier einen Stift dann rauszuziehen. Hoffentlich passt das. Und dann gibt man es letztendlich weiter. Die Punkte werden auch hier in dem Gerät dann eingetragen. Unzählige von Karten bzw. Fragen, auch mit unzähligen Erweiterungen. Das ist ein Spiel für die ganze Familie. Gibt es auch als Harry Potter-Version, gibt es in den Versionen mit Reisen, mit Entertainment, also als Erweiterung, Food and Drink und History. Und natürlich darf auch nicht fehlen, neue Fragen, 200 neue Fragen. 2000 neue Antworten, nur spielbar mit einer Smartbox aus dem Originalspielen der Smart Ten-Reihe. Also da wird es nicht langweilig, was auch hier diese Erweiterungen angeht. Da gibt es noch einiges zu entdecken. Haben wir noch gar nicht alles gesehen, aber auch schöne Ergänzung bzw. eines der Quizspiele schlechthin im Jahr 2022. Ja, und eines der Spiele. Ich hätte noch viel mehr auf den Tisch holen können. Weiß nicht, Smart Ten, wie oft haben wir das gespielt? 50 noch mehr. Also, weiß nicht. Allein wenn ich die Karten ziehe, also unzählige Male gespielt. Aber Fun Facts ist ein Spiel, was jetzt auch so seit Mitte des Jahres, Herbst 2022, immer wieder auf den Tisch kommt. Und das hat. Jetzt muss ich da drüben schauen. Das klassische Just One ein bisschen abgelöst, So Clever abgelöst, Top Ten ein bisschen abgelöst. Also ihr merkt, diese durchaus beliebte Reihe, gesellige Reihe. Da gibt es eine eigene Videoreihe übrigens, was gesellige Spiele dann angeht. Auch mit mehr und weniger als 5 Personen haben sich auch viele gewünscht. Gibt sogar ein Top Ten Ranking, was solche geselligen Spiele angeht, die sich lohnen. Aber Just hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein. Fun Facts aus dem Hause Repos, Vertrieb über Asmodee, das hat es uns wirklich angetan als tolles, ja, Zuordnungsspiel, geselliges Spiel. Es hat allerdings einen Haken, ihr müsst mindestens zu viert sein. 4 bis 8 Personen müssen daran teilnehmen, 8 Jahre, 30 Minuten Spielzeit und ist auch relativ zügig erklärt. Das könnt ihr mit Jüngeren spielen in reinen Erwachsenenrunden. Das ist das klassische Spiel wirklich für jeden, weil dieses Spiel, da wird eine Frage gestellt, ihr nehmt immer 8 Fragekarten raus und die Fragekarten, die muss man beantworten. Und zwar mit Hilfe eines Stiftes, gibt man auf der Rückseite eine Zahl, eine Antwort dann an und wir müssen gemeinsam, das ist ein kooperatives Spiel, hier das in eine richtige Abfolge dann bringen, nacheinander schiebt jeder seinen Pfeil dann auf eine Stelle, wo er denkt, ja, ich habe mehr als die Person, beziehungsweise weniger als eine andere Person, die mitspielt. Und hier gilt es natürlich auch, Punkte zu sammeln, möglichst viele. Ihr werdet am Schluss bewertet. Ein wirklich tolles Spiel. Ja, bin mal gespannt, was aus diesem Spiel wird, weil das ist wirklich lohnenswert.
Ich sehe schon wieder ein paar Spiele. Nein, aber das waren wirklich Spiele, wo ich sage, ja, das haben wir unzählige Male gespielt. Das war ein toller Jahrgang, das war ein tolles Jahr 2022, aber auch mit vielen Spielen, die uns nicht gefallen haben. Und wer gleich nachfragt, machst du da auch was? Nein, das lohnt sich nicht. Sowas lohnt sich auch gar nicht anzuschauen, weil man will ja eher über die Spiele berichten, die Spaß haben, Spaß machen. Es sei denn, ich habe irgendwelche Einzelspiele dann vor mir, die ich als Einzelvideo präsentiere. Da kann es durchaus mal sein, dass ein Spiel dann uns nicht so gefällt. Das nenne ich dann auch immer in den Videos, gab es in der Vergangenheit oft, aber das als eine Videoreihe zu machen, nein, nein, das mache ich nicht, lohnt sich nicht, macht doch gar keinen Spaß, letztendlich, wenn man es auch nicht so oft gespielt hat oder beziehungsweise gespielt hat, um es letztendlich auch vorzustellen, nee, also lieber kümmere ich mich um die lohnenswerten Spiele, um die oft gespielten Spiele im Jahr 2022 und jetzt seid ihr wieder am Zug, sofern ihr es jetzt nicht schon als Kommentar geschrieben habt, was waren eure absoluten Hits im Jahr 2022? Ist jetzt vielleicht sogar da ein Spiel dabei, wo er im Überlegen sei, dass er sagt, ja Jörg, jetzt schaue ich mir dann das doch an, du hypst das ja immer so viel, ja, so viel zum Thema Werbung hier bei eurer ganzen Stelle und schaut es euch vielleicht an und wenn ihr euch das ein oder andere holen wollt, schaut je nachdem beim Händler. So viel zum Thema Werbung, beziehungsweise schaut über die unten genannten Links, ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns automatisch. Das war das Jahr 2022, es gibt noch so viel, gerade im Dezember wurden auch sehr viele Spiele gespielt, aber ja, die überschneiden sich jetzt, glaube ich, auch mit dem Jahr 2023, auch viele Kennerspiele dabei, aber da hat die Anzahl an Partien jetzt nicht gereicht zum aktuellen Zeitpunkt, um in so eine Liste letztendlich zu erscheinen. Ich hoffe, es war ein schöner Überblick für euch. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Euch hoffentlich dann auch. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit mit vielen tollen, lohnenswerten Spielen. Ich bin gespannt, was da alles noch kommt. Ich halte euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.